Die beiden rheinischen Rivalen, Düsseldorfer EG und Krefeld-Pinguine, hatten am heutigen Montag ihren großen Fotoshooting-Tag. In Düsseldorf präsentierte sich das Team der DEG am Mittag allen Fotografen mit allen Neuzugängen. Die Krefeld-Pinguine waren am Nachmittag dran. Hier sind einige Impressionen vom Fotoshooting in Düsseldorf und Krefeld. Dazu haben wir einige Stimmen gesammelt von DEG-Neuzugang Corey Mapes und Krefelds Trainingsgast Marcel Nöbels. Thank you.
ist hier, Neuzugang von den Adler Mannheim hier in Düsseldorf. Corey, heute der offizielle Fototermin bei der DEG. Wie haben bis jetzt die Vorbereitung bei euch bislang ausgesehen? Also ganz gut, wir waren seit letzter Woche auf dem Eis. Seit Anfang Juli sind wir alle hier, haben ein Sommertraining. Wir waren uns alle froh, dass letzte Woche losging, haben gut trainiert und sind alle topfit. Am kommenden Wochenende, am Sonntag, das erste Testspiel von den vielen Neuzugängen für dich und das erste Spiel in Duisburg. Vermutlich soll man sich da erstmal finden, denke ich mal, oder? Ja klar, also Eindruck ist sehr gut. Das erste Testspiel in Duisburg sollte man schon gewinnen, auf jeden Fall. Aber es ist auch da, um sich zu finden, reinzukommen, vor allem die vielen Testspiele, um die Chemie im Team zu finden, damit es am Saisonstart richtig losgeht. Wie hast du dich bislang in Düsseldorf eingelebt schon in diesen wenigen Tagen? Sehr gut, ich bin ja schon seit Anfang Juli hier, machen viele mit den Jungs, haben schon die Stadt gesehen und machen viel was zusammen immer. Okay, besten Dank. Marcel Nöbels ist da, Trainingsgast bei den Krefeld Pinguinen, bei deinem Heimatverein. Wie lange bist du schon mit hier auf Mais und wie lange bist du noch hier in Krefeld? Ich bin seitdem die Jungs angefangen haben wieder mit dem Training. Also letzte Woche Donnerstag das erste Eistraining gehabt und bin jetzt noch bis Anfang September bin ich noch hier und dann fliege ich wieder rüber in die Staaten. Wie genau kannst du das hier während der Saison eigentlich verfolgen, was hier so in Krefeld oder in der DEL passiert? Ja gut, also ich meine, ich habe ja einen guten Draht zu den Jungs und einen guten Draht zum Rick und zum Rüdiger und allen anderen. Also ich bin da schon mit dem Herzen ein bisschen dabei, vor allem, weil ich auch Krefeld oder St. Tönisser bin und hoffe, dass die Jungs immer gut spielen und weiterhin die Saison so starten, wie sie aufgehört haben. Also da bin ich schon mit am Fieber ein bisschen. Die Mannschaft ist dann noch relativ zusammengeblieben. Nicht ganz so viele Neuzugänge, wie es bei vielen anderen Clubs der Fall ist. Und wie ist so deine Einschätzung vom Team, von den ersten Eindrücken her? Also sehr, sehr, sehr gut. Also ich denke, die Jungs sind gut aufgestellt. Also die Neuzugänge jetzt hier, Nick und alle anderen Fischer, also was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen, gefiel mir sehr gut. Und ich denke auch, dass die Pinguine oder Rüdiger wieder eine gute Mannschaft hier aufs Eis stellt. Und denke, dass die Jungs auch eine gute Chance haben, wieder, ich will nicht sagen vorne mitzuspielen, aber Playoffs-Erzielung erreichen und danach, weiß ja jeder selber, ist alles möglich und das traue ich denen zu. Kurz noch zu zur neuen Saison, zu dir. Deine Zielsetzung in dieser Saison, wie sieht die aus? Ja, so schnell wie möglich ganz nach oben. Ne? Also ich will hoffen, dass ich dann irgendwann mal in der Saison meine Chance kriege und dann mehr oder weniger versuchen, da zu bleiben und aber konstant spielen. Auch wenn ich in der AHL anfangen sollte, dann da Leistungsträger sein und immer gut spielen und irgendwann, wenn der Tag kommt, dann auch bei den Großen kein Blatt vom Mund nehmen. Also